Ja, Philipp, du hast immerhin dein Exhibition-Match gewonnen am Ende. Muss man das fast schon ein bisschen als Sarkasmus und Ironie in der Woche sehen, dass es nicht einmal zählt zum Ergebnis? Ja, für mich war es natürlich eine coole Sache, als fünfter Mann nochmal die Chance zu kriegen, da auf den Platz zu gehen und vor der Menge zu spielen. Das war wirklich eine tolle Atmosphäre da und es war eine coole Woche für mich mit dem ganzen Team. Für die Mannschaft selber war es natürlich, sag mal, ziemlich wertlos, weil das 0-5 am Ende steht, aber für mich war es eine coole Erfahrung. Ja, auch gerade vor so vielen Leuten etwas, was dir jetzt halt noch nicht jeden Tag widerfährt, nehme ich an. Ne? Nee, vor allem da ich jetzt eigentlich mich aufs Doppel spezialisiere, was vielleicht nochmal die letzte Einzelaktion von mir, so von einem größeren Publikum. Es hat Spaß gemacht, ich meine, es war ein bisschen die Luft heraus und ich wollte jetzt auch nicht mehr groß pushen, weil der Timo, den muss man nicht aufwecken. Und ja, war der Ehrenpunkt, der nicht zählt. Ja, jetzt fragen sich natürlich viele, auch wenn es natürlich ein bedeutungsloses Exhibition-Match war, du schlägst einen Timo de Backer, schaut ja gar nicht so schlecht aus, was du im Einzel eigentlich immer noch bringen kannst. Warum ist dann trotzdem diese Spezialisierung aufs Doppel gefallen? Ja, es gibt schon mehrere Gründe, aber im Prinzip war das Doppel immer schon bei mir ganz gut und ich habe mir gedacht, irgendwann, jetzt bin ich 27, ich hatte jetzt schon zweimal mich auf 200 gespielt und bin immer knapp gescheitert und bei den Challengern, also wenn man nicht Top 200 kommt, finde ich dann mit 27, dann sollte man sich mal Gedanken machen über seine Karriere und die habe ich mir gemacht Ende letzten Jahres und habe mich etwas doppelt spezialisiert und da habe ich das Gefühl, da kann ich mehr Schaden anrichten wie im Einzel. Ist es für dich, muss es ja eigentlich ein großes Ziel sein, nach der Generation Noll, Marach, Payer, wobei die letzteren zwei natürlich bei gutem Verlauf schon noch ein paar Jahre vor sich haben könnten. Ist es nicht ein großes Ziel, da wahrscheinlich da hineinzuwachsen in dieses Team künftig? Ja, sicher ist das ein großes Ziel von mir. Ich denke, wenn es auch so weitergeht, dass ich bald dastehen kann, wo jetzt ein Olli steht oder ein Julian. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die schon sehr viel Gutes geleistet haben. Sie haben schon große Turniere gewonnen. Wir haben auch mit dem Alex einen Nummer 3 in der Welt, also Doppelnation, könnte man schon fast sagen bei uns. Aber es ist schon ein Ziel von mir, dass ich in die Fußstapfen von denen treten kann und dass ich dann die nächsten Jahre auch ein Thema sein kann fürs Doppel im Davis Cup. Wie sehr hast du dich im Zuge der Woche für dich wie sehr hast du dich im Zuge der Woche wohlgefühlt? Ich meine, klar, fürs Team ist es nicht erfreulich in Summe verlaufen, aber für dich persönlich, wie war das hier? Das war ein wunderbares Erlebnis, muss ich sagen, weil der Clemens war sehr fair zu mir. Das haben mich alle gut behandelt. Man hat mich wie der fünfte Spieler behandelt. Ich habe genauso die Treatments bekommen, den Bespanner. Es waren super Trainingssessions für mich dabei, auch gerade mit den Top-Doppelspielern. Wir haben viel Doppel gespielt, viel Einzel auch. Ich habe mit Jürgen und mit Andi Einzel trainiert. Das war für mich eine optimale Woche und ich hoffe, dass ich den Schwung auf die Challenger mitnehmen kann. Du hast schon erwähnt, es geht eben jetzt zu ein paar Challengern, dann Richtung Stadthalle. Wie sehr fühlst du dich selbst der Spitze im Doppel und eben Kalibern von einem Oliver Marach und einem Alex Payer näher kommen? Ja, die sind natürlich schon etabliert in dem ganzen ATP-Circuit. Bei mir ist es so, dass ich mich noch reinkämpfen muss. Ich muss immer wieder auf die Challenger zurück, um Punkte zu holen und bekomme nicht so viele Chancen natürlich. Ich habe jetzt US Open gespielt und Wimbledon und sonst jetzt noch kein großes Heuer und da ging es ganz gut und ich muss schauen, dass ich mir die Chancen erarbeite und dann die Chancen auch nütze. Wir wünschen dir viel Glück auf jeden Fall dabei. Dankeschön.